Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du wieder dabei bist. Und ja, es gibt wieder Neuerungen für gewerbliche Verkäufer, die bei eBay handeln. Und eBay hat uns hier am Mittwoch, meine ich, diese Woche eine neue Nachricht geschickt, dass es gewerbliche Änderungen geben soll, die ab sofort greifen oder in diesem Jahr noch gelten werden. Wir gehen alle Punkte durch, die für uns relevant sind, und ich werde manche Sachen ein bisschen detaillierter ansprechen und manche ganz oberflächlich, weil ich dazu zu jedem Thema ein separates Video machen möchte, so dass wir uns das Ganze noch näher anschauen. Bleibt dran, wir schauen uns das Ganze an. So Freunde, dann lasst uns mal anschauen, welche Änderungen uns denn hier als gewerbliche Verkäufer bei eBay erwarten sollen. Und dann schalten wir natürlich direkt von privat auf gewerblich und da sehen wir es. News für gewerbliche Verkäuferinnen und Verkäufer, März 2021. Das ist der Stand der Dinge. Wir informieren Sie über viele Neuerungen und Updates, die Ihnen das Einstellen von Angeboten erleichtern und Ihnen noch mehr Einblicke und Kennzahlen für Ihr eBay-Geschäft geben sollen. So kündigt eBay das Ganze hier an und tatsächlich haben die auch einen Podcast rausgebracht, den ihr euch auf YouTube anschauen könnt. Ihr werdet das schnell finden, wenn ihr danach sucht. Da sprechen die einige der Punkte an, die relevant sein werden. Und ja, jeder kann sich da selber eine Meinung zu bilden. Wir gucken uns heute alle Punkte an, die gewissermaßen, wo Änderungen anstehen, und ich werde auf einige Sachen, wie schon gesagt, näher drauf eingehen. Auf andere werde ich separat ein Video dazu machen, weil das Ganze hier den Rahmen sprengen sollte sonst. Und nicht alle Änderungen greifen ab sofort, sondern viele erst im Laufe des Jahres. Und da werden wir nach und nach diverse Videos uns gemeinsam anschauen, beziehungsweise ich werde diese Videos veröffentlichen für euch, so dass ihr gewisse Einstellungen, die für dich und für euch relevant sein können, einstellen können. Wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr dazu. So, dann fangen wir mal direkt an. Verbesserungen beim Einstellen und Vermarkten von Angeboten. Welche Neuerungen gibt es denn hier? Automatische Kampagnen mit Anzeigen. Das klingt sehr interessant. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, was Anzeigen betrifft. Ich werde alle Informationen unten in die Beschreibung verlinken, so dass du dir das Ganze nochmal anschauen kannst. Jedoch soll es hier für Anzeigen, für die Funktion Anzeigen, automatisierte Kampagnen geben. Das Ganze soll hier ab Mitte April 2021 greifen. Und wir sehen hier die Neuerung. Die neuen Funktionen wird bald für auf der Seite Kampagnen erstellen im Anzeigencockpit verfügbar sein. Sobald Sie die Funktion sehen, können Sie die automatisierte Kampagnen erstellen. So, das ändert sich tatsächlich und das schauen wir uns in einem separaten Video an und schauen, was da sich verändern wird. Des Weiteren haben wir hier neue Gutscheincodes. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Findest du auch unten in der Beschreibung. So, gehen wir zum nächsten Punkt. Neues einheitliches Einstelltool. Das ist sehr, sehr interessant. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das gilt auch tatsächlich für alle Verkäufer, die ihre Angebote noch über den eBay-Marktplatz einstellen. Heißt also nicht über Drittanbieter. Und da gibt es das tatsächlich jetzt für beide Versionen, sowohl die Desktop-Version als auch mobile Version. Wenn du das hier, das Eingekreiste hier siehst, testen Sie das neue Einstelltool beim Einstellen deiner Artikel. Dann kannst du es tatsächlich schon nutzen. Ich habe es bei mir eben ausprobiert. Nein, ich sehe das noch nicht. Kann natürlich sein, dass es demnächst auch für mich zur Verfügung stehen wird. Wir werden uns das insgenau in einem separaten Video anschauen. Wenn du das schon nutzen kannst, dann schreib mir unten in die Kommentare, ich würde mich darüber freuen, ob du jetzt schon die ersten Eindrücke dazu machen konntest und ob das gut sein soll. So, Updates bei Artikelmerkmalen, dazu machen die öfters Updates, da verändern die Artikelmerkmale, die man festlegen für gewisse Kategorien und Artikel und demnach soll sich hier auch demnächst was ändern. Ihr Geschäft bei eBay mit neuen Tools und Funktionen noch effizienter managen. So, was haben wir denn hier? Und zwar, wir haben hier neue Funktionen bei dem Produktrecherche-Tool Therapeak. Ja, Therapeak, dazu habe ich schon mal ein Video vor kurzem erst gemacht, findest du auch unten in der Beschreibung. Aber es soll hier eine neue Funktion geben. Und zwar ist es so, dass man hier
Tatsächlich über Therapeak jetzt auch. Ich schaue mal hier rein. Und zwar soll das Ganze hier Therapeak Insights dazukommen zur Warenbeschaffung und Therapeak Produktrecherche. Das heißt, du hast hier gewisse Kategorien, die du dann im Grunde genommen spezieller sehen kannst, was läuft gerade gut. Da macht eBay halt also im Hintergrund eine Analyse und übermittelt dir die Zahlen, wie gerade dieser Artikel läuft. Und ob es sich effizient wäre, diesen Artikel auch zu verkaufen. So, das Ganze schauen wir uns näher an in einem separaten Video. Aber alles, was ich hier anspreche, kannst du natürlich jetzt schon mal austesten. Wenn du dazu Fragen hast, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. So, dann haben wir hier neue verbesserte Tools und Berichte im Verkäufer-Cockpit. Pro. Das heißt, wir können uns Berichte herunterladen, die beispielsweise uns erläutern, wie gut denn unsere Verkaufszahlen sind, beziehungsweise wo wir vielleicht noch an Stellschrauben drehen können, um Verkäufe noch besser zu managen. So, Zahlungsabwicklung bei eBay, Teilrückerstattungen und automatisch akzeptieren von Rückgaben. So, dann haben wir des Weiteren noch automatische Bearbeitung von nicht bezahlten Käufen. Und Verbesserungen bei der Verwaltung von Anfragen und Fällen nach dem Verkauf. Ja, da bin ich gespannt, was sich da ändern wird. Das schauen wir uns auch in einem separaten Video rein. Wir gucken kurz noch mal rein. Also ab Anfang April soll das Ganze automatisch bearbeiten von nicht bezahlten Käufen möglich sein. Und dann schrittweise ab Ende April soll das Ganze auch weiter fortgeführt werden. Wie gesagt, auch dazu zu einem separaten Video. Kommen wir zum nächsten Punkt, Änderungen bei Gebühren und Umsatzsteuer und Updates bei der Zahlungsabwicklung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und zwar haben wir hier einige Änderungen bei Gebühren. Ein weiterer Punkt, der uns hier eine Neuerung verspricht und ein Update zur Zahlungsabwicklung darstellt. Das schauen wir uns, wie gesagt, nochmal genauer an in einem separaten Video. Das ist etwas umfangreicher. Ich habe es hier einmal aufgerufen. Da sind sehr viele Neuerungen, die uns hier betreffen werden. Schauen wir uns in einem separaten Video an. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt, und zwar gibt es Änderungen bei der Umsatzsteueranforderung für Deutschland. Schauen wir uns das Ganze einmal an, und zwar. Bis jetzt konnten wir das Ganze hier bei eBay ganz normal verkaufen, ohne eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Ab jetzt wird das gesetzlich verpflichtet. Ab dem 1. Juli 2021 brauchst du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Deshalb solltest du die jetzt schon mal bei deinem zuständigen Finanzamt beantragen für dich. Denn eBay sagte, wer uns bis dahin keine gültige Umsatzsteueidentifikationsnummer angegeben hat, dem wird das Konto gesperrt. Sehr, sehr wichtig. Diese Umsatzsteueridentifikationsnummer kriegst du bei deinem Finanzamt, wie gesagt. Und das soll auch diese Bescheinigung, Paragraph 22f Umsatzsteuergesetz in Papierform ersetzen. Und das musst du als gewerblicher Verkäufer nun bei eBay auch zwingend angeben. Wichtig ist hier noch zum Beispiel, dass bei der Bundeszentralamt für Steuern deine Identifikationsnummer mit drin steht und dass deine Angaben dort wie Name, Adresse und so weiter alle übereinstimmen mit den Daten, die du in deinem Impressum oder bei eBay hinterlegt hast. Wichtig. So, dann gibt es noch Änderungen bei der Umsatzsteuer für Importe in die EU. Das betrifft halt deutsche Händler, soll das nicht betreffen. Es sei denn, du importierst außerhalb der EU Waren, die du dann hier in Deutschland verkaufst, im direkten Vertrieb. Ansonsten betrifft es dich eigentlich nicht. So, was haben wir hier weiterhin? Änderungen bei den Kategorien und Produktmerkmalen, also Artikelmerkmalen. In der Woche ab dem 11. Mai aktualisieren wir die Kategoriestruktur und einige Produktmerkmale. Okay? So. Und dann gibt es auch noch Änderungen in den internationalen Märkten. Sie handeln international. Wir haben für Sie die Änderungen auf den internationalen Websites zusammengefasst. Falls du international verkaufst, kannst du dir das Ganze einmal hier auch anschauen, welche Änderungen es da gibt. Und da können wir auch in einem separaten Video näher drauf eingehen. Das soll es gewesen sein.
Viele Änderungen, auf jeden Fall einiges positiv, vielleicht für den einen an oder anderen auch ein paar Änderungen, die nicht so positiv sind. Aber nichtsdestotrotz lohnt sich weiterhin der Verkauf auf den Marktplatz eBay und eBay versucht hier schon, uns das Ganze zu erleichtern. Wenn dir dieses Video hilfreich war und du etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich, wenn du diesem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch gibst. Das motiviert mich, weitere solcher Videos zu machen und du hilfst anderen damit, dieses Video zu sehen. Wenn du alle Videos sehen möchtest, auf die Punkte, wo ich näher drauf eingehe, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du auch diese Videos nicht. Und ich wünsche bis dahin viel Erfolg beim Verkaufen. Wir sehen uns in den weiteren Videos. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.